Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe auf jeden Fall ziemlich gute Laune, denn es ist erstens ziemlich geiles Wetter da draußen. Zweitens, es ist die Gamescom-Woche in Köln, nach 2 Jahren mal wieder. Falls ihr Bock auf ein Gamescom-Video habt, schreibt es in die Kommentare. Und drittens, ich bestelle mal wieder das teuerste Essen vom Lieferdienst. Das letzte Mal, dass ich so ein Video gedreht habe, war im YouTube-Haus und das ist schon 11 Monate her. Und mittlerweile wohne ich in einem anderen Viertel von Köln. Das bedeutet, es gibt neue Restaurants, die zu mir liefern. Und da Lina und ich sehr viel selber kochen, habe ich bis jetzt noch nicht so viel bestellt. Also bin ich sehr gespannt, was ich heute entdecken werde. Außerdem gibt es in diesem Video was zu gewinnen, also bleibt auf jeden Fall dran und ich würde sagen, wir starten. Dann schauen wir mal, was die hier am Start haben. Hier ist eine sehr große Auswahl. Wenn es so viel gibt, kann ich mich gar nicht entscheiden. Bei uns im Haus gab es damals nur Pizza zur Auswahl. Hier ist wirklich alles Mögliche dabei. Ich brauche was Besonderes. Israelisches Streetfood mit einer Bewertung von 8,8. Das klingt doch super, das wollen wir haben. Das sieht echt interessant aus. Suppen mag ich eigentlich auch, aber was ist das Teuerste? Hier sind schon Sachen für 12,50, 13,50. 15 Euro für einen Kebab. 20 Euro Tel Aviv Beyond Meat Kebab. Also Beyond Meat ist so eine Fleischalternative. Das war auch die Aktie, in die Unge damals investiert hat und dadurch rich geworden ist. Vielleicht wird mein Bauch jetzt auch reich an Gefühlen, wenn ich dieses Essen zu mir nehme. Auf jeden Fall für 20 Euro kriegt man Krautsalat, Mama-Style Fries, Mixed Prickles und Salad. Also es gibt nichts mehr, was teurer wäre. Das heißt, dass unsere Wahl jetzt gefallen ist. Muss ich noch registrieren. Moin. Ich benutze diese App zum ersten Mal, wie man sieht. Wir kochen ja ganz viel und wir brauchen kein Lieferessen. Deswegen muss ich mich hier erstmal anmelden. Ich melde mich hier kurz an und wir sehen uns gleich, wenn ich ready bin. Freunde, das Essen ist endlich da. Bin so gespannt. Ganz viele Servietten in Lieferando-Farben, obwohl das nicht Lieferando ist. Also das muss nicht sein, oder? So viele kleine Plastikbehälter. 3 Oliven und 2 Gurken. Hier nehme ich an, ist Fladenbrot oder sowas. Enjoy your meal. Da gucken wir doch mal rein. Ja, dann machen wir doch ein paar Videoshots. Der Hunger ist groß, die Portion aber nicht so groß, wie ich finde. Für 20 Euro plus 3 Euro irgendwas Lieferkosten habe ich ein bisschen mehr erwartet. Dieses Beyond Meat Fleisch ist meistens ein bisschen teurer. In dieser Form, also in Form von so Medaillons, habe ich das noch nie gesehen. Deswegen würde ich sagen, ich beiße hier direkt mal rein. Schmeckt auf jeden Fall sehr herzhaft, gut gewürzt. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es fühlt sich an wie Kichererbsen. Ich glaube auch normale Erbsenbohnen. Ich glaube allgemein, dass Beyond Meat sehr viel mit Bohnenprotein arbeitet. Zumindest ist es bei den anderen Produkten so. Schmeckt nicht wirklich nach Fleisch, aber das hat eine ähnliche Konsistenz wie Fleisch, wie ich finde. Sie haben hier auch so ein bisschen Grünstuff hier drauf. Das tut den Ganzen ganz gut, finde ich. Ich finde es auch gut, dass so viele Soßen dabei sind. Aber ich würde es mir wünschen, dass man sie vielleicht in so einer ähnlichen Verpackung liefert, wie dieses hier aus Papier, aus Pappe. Ich habe auch schon Currys bestellt von anderen Lieferdiensten und da kamen Soßen auch in so einer Pappverpackung. Das wäre so mein Verbesserungsvorschlag vielleicht. Jetzt erstmal der Geschmack. Das ist ganz schön gelb. Also ich glaube, das ist Curry. Sehr würzig. Kann es gerade schlecht einschätzen, was das sein könnte. Das riecht sehr neutral. Sieht aber ein bisschen aus wie Sesam. 100% Sesam. Hier ist nicht so viel drin. Das sieht ein bisschen aus wie Bärlauch oder sowas. Oh, das riecht so gut. Ich weiß nicht, soll ich überall das Fleisch rein tun? Weiß ich gar nicht. Ich probiere es mal. Ich mag sehr die Abwechslung. Das ist wirklich cool gemacht, dass man so vieles ausprobieren kann. Ich würde mir am Ende, glaube ich, noch meinen eigenen Döner gestalten mit diesem Fladenbrot. Weil eigentlich in meinem Kopf war es so, dass ich gleich einen Döner essen werde. Und das ist eher so ein Döner-Teller. Dann gucken wir mal, wie die Pommes schmeckt. Die ist schon ein bisschen schlabberig. Das ist oft so, wenn man das bestellt, dass das ein bisschen matschig ankommt. Oh, das ist aber auch ganz schön kalt. Dann haben wir hier wahrscheinlich Mayo mit Chili oder so. Obwohl sie kalt ist, richtig lecker. Also bis jetzt bin ich vom Geschmack überzeugt, nur vom Preis noch nicht ganz. Dann hier, wie gesagt, 3 Oliven und 2 kleine Essiggurken. Wie schmeckt die Gurke? Ein bisschen zu würzig nach meinem Geschmack, aber trotzdem gut. Und die Olive ist wahrscheinlich Stein. Ja, klar. Hier ist den Salat noch. Ich habe eigentlich schon alles probiert. Hummus ist auch mit dabei. Eine Frage an euch da draußen. Wie gern mögt ihr Hummus? Ich kenne viele Leute, die damit gar nichts anfangen können. Der Salat ist auch nice. Im Gesamtpaket alles sehr, sehr lecker. Muss mal gucken, ob man bereit ist, 20 Euro für so wenig Essen auszugeben. Aber geschmacklich würde ich dem Ganzen auf jeden Fall 5 Sterne geben. Aussehen auch 5 Sterne. Nur beim Preis ist vielleicht nicht ganz so gerechtfertigt. Aber theoretisch könnten Lina und ich davon satt werden. Das ist ein bisschen komplizierte Operation hier. Nicht den Finger schneiden, bitte. Also ich würde auf jeden Fall Hummus da reinballern. Dann den Salat da reinknallen. Natürlich unser Beyond Meat Fleisch. Direkt 2 Stück. Da kann man auch die Pommes hier noch mit rein. Wenn wir schon so pervers unterwegs sind. Bisschen Mayo. Oben drauf. Und so sieht mein selbstgestalteter Döner aus.
Ich denke, für Leute wie mich, die klein sind und nicht viel essen, ist die Portion perfekt. Könnte sogar für zwei reichen. Für jemanden, der gerne ein bisschen mehr isst, könnte das wirklich zu wenig sein. Falls ihr in diesem Laden bestellt, denkt daran. Aber geschmacklich wirklich kann ich euch nur empfehlen. Mega nice. Ich esse in Ruhe auf und wir sehen uns gleich wieder. Kurze Unterbrechung, liebe Freunde. Und zwar, wie versprochen, gibt es dieses Mal etwas zu gewinnen. Und zwar habe ich mal für eins der Videos so ein Teilchen gekauft von Deadpool. Habe das aber nicht wirklich benutzt für das Video. Jetzt liegt das bei mir die ganze Zeit rum. Also dachte ich mir, ich gönne es einer oder einem von euch da draußen. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was euer Lieblingsstyle von Deadpool ist und warum, also Teil 1 oder Teil 2. Vergesst nicht, euren Instagram-Namen dazu zu schreiben, damit ich euch kontaktieren kann und viel Erfolg. Es ist auch schon wieder Zeit fürs Abendessen, würde ich sagen. Da habe ich mich für Italienisch entschieden, denn man muss auch mal was Gesundes essen, bevor man ins Bett geht, ist ja klar. El Antipasto mit einer Bewertung von 7,6. Mal schauen, was die hier am Start haben. 16,80 für Carpaccio, aber ich esse ja kein Fleisch. Mal gucken, ob sie was anderes haben, vielleicht auch für Vegetarier. Auf eine Pizza hätte ich richtig Bock. Hier ist eine für 18,60, aber mit Scampis. Ich esse eigentlich auch keine Meeresfrüchte und keinen Fisch. Ich würde versuchen, da anzurufen und zu fragen, ob sie für mich diese Pizza ohne Scampis machen können. Vielleicht mit einfach ein bisschen mehr Trüffel für den gleichen Preis. Hallo, Kozlowski ist mein Name. Hallo. Ich hatte kurz eine Frage und zwar, ich würde gerne die Pizza Mare e Monti bestellen, aber ginge es ohne Scampi? Einmal Mare e Monti ohne Scampi. Vielleicht einfach ein bisschen mehr Trüffel für den gleichen Preis, wenn es geht? Mare e Monti ohne Scampi plus Trüffel. Genau. Das wär's? Ja, das wär's. Zahlen Sie bar, mein Freund? Ich würde bar zahlen. Okay, kommen Sie in 25. Achso, nee, ich würde es zum Liefern bestellen. Nee, ich kann ja nur liefern. Ich möchte es ja auch sehr liefern. Geht es nur über die App? Ich bin im Moment schlecht, weil der Fahrer ist im Moment in Urlaub. Der kommt erstmal nächste zwei Wochen. Der hat dieses Jahr keinen Urlaub gemacht. Der wollte jetzt unbedingt losfahren. Aber ich gönne ihm den Urlaub auf jeden Fall. Ganz kurz noch eine Frage dazu. Wenn ich über die App Volt bestelle, kann ich da in die Anweisung schreiben, dass man Scampi weglässt? Was heißt nochmal? Du kannst über Lieferando ganz normal bestellen. Und kann ich da so eine Anmerkung schreiben quasi, dass die Scampis nicht mit drauf sind? Was heißt Anmerkung? Wir haben alle Kunden gleich, lieber Freund. Wir haben alle Kunden sind für uns das Gleiche. Wir behandeln alle gut, alle Kunden gleich. Es geht nur um die Scampis. Ich möchte auch nicht besonders behandelt werden. Es geht nur darum, dass die Scampis nicht drauf sind, weil ich kein Fleisch esse, keinen Fisch und sowas. Was möchtest du nochmal? Ich würde bei Volt bestellen. Ich würde gerne halt als Anmerkung schreiben, dass die Scampis nicht mit draufkommen. Du kannst bei Volt eine ganz normale Bestellung aufgeben. Schreib's einfach auf. Ohne Scampi, ohne Knoblauch, alles was du willst. Und dann wird der Bon bei uns ausgedruckt, so werden wir das machen. Okay, perfekt. Vielen Dank. So mache ich das. Tschüss. Ein bisschen kompliziert, aber wir haben es verstanden, glaube ich. Hier, guck mal, Anmerkung fürs Restaurant. Bitte keine Scampis. Etwas mehr Trüffel. Ich sehe schon die Antwort kommen. Ey, wir behandeln alle Kunden gleich. Was willst du mit mehr Trüffel, Bruder? Wenn es doch mit Scampis kommt, dann gebe ich sie Ming. Der liebe Ming hinter der Kamera ist, glaube ich, Scampis, oder? Perfekt. Kurzer Zwischenstand, Freunde. Der Fahrer hatte wohl einen Unfall und mich hat die Nachricht erreicht, dass das Essen dabei beschädigt wurde. Ich hatte die Option, das nachzubestellen. Ich hoffe, den Fahrer selbst geht's gut. Dafür habe ich keine Informationen bekommen. Ich hoffe, dass alles gut ist. Aber kein Problem. Warten wir halt ein bisschen länger. Ich freue mich trotzdem auf diese super teure Pizza. Dankeschön. Die 18,60 € Pizza ist nun auch angekommen. Gucken wir doch mal rein, oder? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie Kevin allein zu Hause, als er sich dieses letzte Essen gemacht hat. Was ist hier gerade passiert? Voll dunkel geworden. Ich glaube, das ist das Ende der Welt. Das ist wirklich mein letztes Essen, Freunde. Ich hätte mir gewünscht, dass die Pizza geschnitten geliefert werden würde. Wahrscheinlich hätte ich das auch in die Anmerkung schreiben sollen. Kein Problem, ich kann es auch selber schneiden. Ich möchte jetzt nicht rummeckern deswegen. Was ich aber ein bisschen traurig finde, dass der Rucola schon drauf ist. Ich hätte mir gewünscht, dass das separat geliefert worden wäre, weil so sieht das schon ein bisschen sehr traurig aus. Was mir aber aufgefallen ist, dass hier mit Trüffel nicht gegeizt wurde, also wirklich sieht nach viel aus. Die Scampis sind auch nicht drauf, das heißt, die Kommunikation hat funktioniert und es ist auch ordentlich Mozzarella drauf. Dann lass doch mal hier ein bisschen aufschneiden. Wunderschön sieht das aus, oder? Wow. Ah, hier merke ich gerade, Steinpilze sollen das, glaube ich, sein. Steinpilze sind übrigens sehr lecker. Ich mag sie angebraten, aber ich kriege dann auch einen richtigen Stein im Bauch. Also meistens muss ich auch ganz viel pupsen danach. Wow, das schmeckt nach Chips irgendwie. Ist auf jeden Fall ein wilder Mix auf dieser Pizza. So habe ich das auch noch nie gegessen. Leute, ich will nicht pushen, aber diese Pizza ist das Geld wert. Es ist ordentlich dick, es ist viel Belag drauf. Es schmeckt fantastisch, es ist wirklich Baba. So ein weicher Teig, diese Trüffel, schmeckt nicht nach so einem komischen Trüffel-Essenz-Zeug. Es könnte sogar sein, dass es echte Trüffel ist. Obwohl, bei der Menge bin ich mir nicht sicher. Der Boden ist noch knusprig, schön angebraten, nicht zu doll. Manche Pizzen kommen so richtig durchmatscht an, wenn zu viele Zutaten drauf sind. Aber es ist immer noch alles schön trocken unten. Das finde ich sehr wichtig.
Das ist die leckerste Pizza, die ich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren gegessen habe. Damit kann ich sehr glücklich und zufrieden ins Bett gehen. Und bevor das Video zu Ende ist, möchte ich noch ein paar Filme verlosen. Und zwar die Tarantino-Box. Hier sind fast alle Filme von Quentin Tarantino. Flucht der Karibik, alle Teile, ich glaube bis auf den letzten, bin mir nicht sicher. X-Men, 7 Filme. Das alles kann eine Person gewinnen. Schreib mir in die Kommentare, warum du ein Filmfan bist. Warum dich Filme begeistern. Natürlich deinen Instagram-Namen nicht vergessen, damit ich dich anschreiben kann. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Checkt die Videos aus, die hier eingeblendet sind, falls ihr noch nicht gesehen habt. Und wir sehen uns bald wieder, denn ich bin wieder aktiver. Also vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Bis in ein paar Tagen. Bleibt schön, gesund und gut drauf. Tschüss.